Hey, hallo, Assalamu alaikum, herzlich willkommen zur dritten Lektion oder zur dritten Folge Thmazicht. In dieser Episode lernen wir, wie man die Vergangenheitsform bildet. Es ist nicht die richtige Vergangenheitsform, das ist so ein kleiner Trick, den wir heute anwenden werden. Wir machen die Gegenwartsform und werden dann durch ein Wörtchen das Ganze in eine Art Vergangenheit setzen. Das erkläre ich jetzt mal Schritt für Schritt. Also also in der Gegenwart, wir sagen es mal wir. Wir in der Gegenwart, also wir sitzen, heißt zum Beispiel naqim. Wir essen heißt entit. Wir trinken ensis. Das könnt ihr schon mal merken, immer wenn es um wir geht. Und das wird oft benutzt, manchmal auch, wenn es nur um eine Person geht, auch wenn er nur um über sich redet, dann sagt er, Kente Tuha, wir sind nur am Essen. Obwohl er vielleicht alleine ist. Deswegen ist es erstmal gut, um es nicht zu kompliziert zu machen, einfach erstmal nur wir in der Gegenwart zu lernen. Also wir machen etwas in der Gegenwart. Wir sitzen, wir essen, wir sprechen. Wir sprechen in Sawal. Oder auf Thakhlaisch bzw. Therifisch wäre das ein Sewer. Ja, das sind so kleine Unterschiede eigentlich zwischen den Dialekten. Das ist wie wenn jemand jetzt irgendwie Schwäbisch spricht und aus Stuttgart ist und dann redet er mit jemandem, der Hessisch spricht aus Frankfurt. Das ist so, die können sich ganz normal unterhalten. Man hört halt Unterschiede, aber es ist ein und dieselbe Sprache. Gar keiner würde auf die Idee kommen und jetzt irgendwie glauben, dass das eine unterschiedliche Sprache ist. Genauso ich, wenn ich Thesch spreche, dann kann ich mich ganz, ich unterhalte mich ganz normal mit Iqla'iyen und mit Erifiyen und mit Ebuhiyen und so weiter und so fort, ja. Deswegen, aber ich werde immer trotzdem, nur damit ihr sozusagen so das checkt, werde ich immer den Unterschied trotzdem immer versuchen zu zeigen, da wo es halt einen Unterschied gibt, den ich dann auch kenne. Also wir fangen an in der Gegenwart. Wir machen etwas, fängt immer mit N an. Also zum Beispiel ensis, wir trinken. Bismillah. Ensawal, wir sprechen. N'gur, wir gehen. Ich glaube, auf der Reich ist ein Toujours oder sowas. Auf jeden Fall ist es immer mit N am Anfang. Okay? Manchmal werdet ihr auch raushören, dass viele mit Q arbeiten. Also in der Sprache verwenden. Dieses Q, das wird sehr gerne von Berbern benutzt. Manchmal ist es eine Verstärkung. Manchmal, es hat keine extra Bedeutung. Also zum Beispiel kein Qem oder ein Qem ist jetzt einfach wir sitzen. Kein Tit. Entit, das ist manchmal so eine Verstärkung. So dieses, ey, wir sind doch jetzt am Essen. So, jetzt so, steh doch nicht auf und mach jetzt was anderes. Oder so, wenn das Handy klingelt, so, ihr kein Tit, ihr kein Tit. So, wir sind doch am Essen, geh jetzt nicht ans Handy ran, so, lass dich jetzt doch nicht so ablenken. Ja, ist verständlich. Das heißt, einfach dieses N am Anfang ist die Gegenwart. Okay, ist es soweit gecheckt? Ja, in Tit, in Sis, in Sewal, in Terer, wir spielen, in Qem, wir sitzen. Es gibt jetzt die komplett abgeschlossene Vergangenheit, aber das ist eine andere Extra-Lektion. Heute sozusagen ein kleiner Lifehack, ein kleiner Themesicht-Lifehack. Es gibt ein Wort, wenn du das einfach davor einsetzt, ist es die Vergangenheit. In Qem, wir sitzen. Turen Krem, wir waren am Sitzen. Auf jeden Fall ist klar, du redest gerade in der Vergangenheit. Es ist nicht ganz abgeschlossen. Zum Beispiel in Terer, wir spielen. In Terer Kora, wir spielen Fußball. Oder in Terer Cemma, sagen manche. Oder in Terer Pilota, sagen auch manche. Oder in Terer Teşort. Krass, weil für Fußball gibt es vier verschiedene Begriffe. In Terer, wir spielen. Turenterer, wir waren am Spielen. Aber es kann sein, dass dieses Spielen noch nicht ganz abgeschlossen ist. So, wir machen gerade eine Pause und dann fragt jemand Meintgim. Auch dieses Wort solltet ihr euch merken, weil, oder dieser Ausdruck, das kommt oft vor. Meintgim.
Plural. Was macht ihr oder nur eine Person meintiget? Egal, ob du mit einer männlichen oder mit einer weiblichen Person redest. Meintiget. Was machst du? Meintgem. Was macht ihr? Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen. Nochmal die Situation in Teder. Wir spielen. Turen Teder. Wir waren am Spielen. Könnte sein, dass man wieder zurückgeht zum Spielen, aber wenn du zum Beispiel sagst, Nirer, Nirer, wir haben gespielt, ist abgeschlossen. So ist schon vorbei. So, du wolltest mitspielen, Safi Nirer. Nirer, Nirel Kora. Wir haben schon gespielt, abgeschlossen. Aber diese Vergangenheitsform ist ein bisschen schwieriger, diese komplett abgeschlossene. Die machen wir in einem Extra-Video. Aber wenn du die einfach nur merkst, Tora, wenn du das hörst, also wenn du zum Beispiel Anfänger bist und noch nicht so viel verstehst oder einfach wenig noch verstehst, du weißt auf jeden Fall immer, Tora ist immer Vergangenheit. Das ist dein Wort, das dir sagt, ah, es geht gerade um Vergangenheit. Oder wenn du einfach nur die Gegenwart anwenden kannst, aber du weißt jetzt nicht, wie es in der Vergangenheit heißt, sag einfach Tora. Limmder, oder nochmal Plural wir, das war jetzt gerade ich, lerne. Oder Rimmder, ja, oder auf Thakalash oder Tarifsh. Auf wir bezogen, en Limmd oder en Rimmd, okay? Wir lernen. Und jetzt willst du sagen, das Gleiche nur auf die Vergangenheit bezogen, Tora en Limmet oder Tora en Rimmet, ja? Übrigens, dieses Tora, das T am Anfang ist wichtig, dass du das doppelst. Also nicht Tora, sondern Tora, ja? In die Leute, die noch ein bisschen vielleicht Schwierigkeiten mit der Aussprache haben, es ist ein doppeltes T, Tora. Stell dir vor, das sind zwei T und beide musst du halt mitnehmen. Also nicht Tora, sondern Tora. Hörst du? Tora. Tora. Unterschied? Tora. Falsch? Tora. Jetzt kommen wir mal zurück zu der Frage. Meintget. Was machst du? Oder meintgem. Was macht ihr? Jetzt willst du aber nicht fragen, was macht ihr? Oder was machst du? Sondern was habt ihr gemacht? Jetzt hör dir das an. Wie einfach das ist, indem du einfach sagst, nicht mein tigem, mein Tora tigem. Weder dieses Tora, dieses Vergangenheitsform. Es hat an sich keine eigene Bedeutung. Es einfach die Vergangenheit. Und wenn du halt sagen willst, so, ich habe mal etwas gemacht, Tora tirarokora. Ich habe mal damals als Jugendlicher Fußball gespielt. Toren Terelkora, wenn du das so ein bisschen verlängerst. Ansonsten kannst du das in der Frage einbauen. Meintgem, merkt ihr diese Frage, die kommt oft vor. So, was liegt an, was macht ihr? Meintgem, was macht ihr? Nochmal die Vergangenheit, was habt ihr gemacht oder was wart ihr am Machen? Dann sagst du, also dann fragst du, meintura tigel. Oder meinturatgem. Meinturatgem. Was habt ihr gemacht? Tora und Terer. Wir waren am Spielen. Eine Kleinigkeit, die man sich vielleicht merken kann, wenn es um das Sein geht, also irgendwo sich befinden, muss man immer mit Qa arbeiten oder mit Tora. Je nachdem, ob es um die Gegenwart geht oder um die Vergangenheit. Richtig, diese marokkanische Art zu Predigten auch zu machen oder Vorträge zu machen. Du fängst immer an und du erwartest, dass das Publikum es zu Ende macht. Also Gegenwart oder seht Kamil oder Vergangenheit. Hackwerk, ja, genau, richtig, korrekt, Hackwerk, so ist das, ja, kannst du dir auch merken, Hackwerk. Auf jeden Fall, genau, du hast jetzt dieses, damit schließen wir auch ab, ich will es auch, das ist jetzt ein bisschen viel Stoff für heute, für eine Session, kann ich verstehen. Wenn jemand sagt, wo bist du? Hier mache ich mal beide Dialekte. Auf Fischbedent wäre das Menithlid, Plural Menithlam. Oder
wenn du es auf Thaqalash sagst, manith jith oder manith jam. Weil als Anfänger kann es sein, wenn du nur Thesh lernst oder nur Thaqalash oder nur Tharifsh kennst, dass es dir jetzt Schwierigkeiten macht, wenn ich das jetzt nicht deutlich mache. Okay, das ist die Frage. Und jetzt sagst du, dein Ort, wo du dich befindest. Auch hier wieder Plural wir. Warum Plural? Weil beim Plural kannst du auch immer, auch wenn du nur über dich redest, wenn du Plural kannst, den kannst du immer anwenden. Du kannst auch wenn du alleine bist, kannst du das benutzen. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber nicht unbedingt direkt falsch. Ja? Aber die Konjugierung, ich, du, er, sie, es und die ganzen Formen, die machen wir sowieso noch. Also mach dir da keine Sorgen. Aber wir sind erstmal hier jetzt bei Plural wir. Also, manith lam, wo seid ihr? Qa nr dhe thanet. Da musst du mit qa und nr. Du kannst, also nr ist dieses Sein, du kannst aber nicht einfach nur Sein benutzen, das funktioniert nicht. Qa nr. Qa nr dhe im thanet. Okay, ich mache jetzt ein Beispiel mit, wir sind zu Hause. Qanr dhe thaddarth. Wir sind zu Hause oder wir sind im Haus. Qanr dhe barra. Wir sind draußen. Qanr dhe lmatar. Wir sind am Flughafen. Also du sagst in der Gegenwart immer Qanr dhe. Wir sind im. Es gibt manchmal Ausnahmen, wo du nicht the sagst, sondern ig, aber das ist jetzt next level sozusagen, ja? Vergangenheit, und damit schließen wir dann ab. Sich irgendwo befinden, aber du bist nicht mehr da, sondern du warst dort. Wie fragst du? Also nochmal zur Erinnerung, wo bist du? Manith lid, manith jith. Wo warst du? Manitora thlid. Manitora thjith. Wo wart ihr? Mani Tora Slam, Mani Tora Sjam. Ja? Und die Antwort ist, du nimmst das Qa weg und ersetzt es wieder mit diesem Vergangenheitswörtchen Tora. Also nicht Qanr Vithaddarth, wir sind zu Hause, Turaner. Wir waren zu Hause, nicht Qanr Vithanet, also nicht wir sind im Laden, Turanr Vithanet, nicht Qanr Vilmatar, also nicht wir sind am Flughafen, Turanr Vilmatar, wir waren am Flughafen, nicht Qanr Vibarra, also nicht wir sind draußen, Turaner the Barra. Also das war das Wörtchen Tura, das vielseitig einsetzbar ist, sollte man sich merken. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, in welchen Situationen man es benutzt. Und es hat auf jeden Fall immer etwas mit der Vergangenheit zu tun. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlässt. Gibt es denn weitere Themen, die euch interessieren? Habt ihr konkrete Fragen? Ansonsten, wenn ihr das irgendwie hier nützlich fandet, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach den Kanal erstmal abonniert. Ich habe vor, wenn nicht die Faulheit siegen sollte, dann habe ich vor, jeden Tag ein Video mit einer Lektion zu machen. Qualitativ, ich weiß jetzt kein 4K, da arbeiten wir noch dran. Also qualitativ, da arbeiten wir noch daran, dass das Video besser wird. Vielleicht auch mal mit einer Grafik, Mafik, diese Miese, weißt du. Ansonsten, passt auf euch auf. Ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, inshallah. Und nochmal zur Erinnerung, stellt eure Fragen herein. Wenn wir auch vielleicht so ein paar Zuschauer haben, ich weiß nicht, vielleicht so 50 regelmäßige Zuschauer, sonst ich will jetzt hier kein YouTube-Star werden oder so, es geht einfach nur darum, einen Teil dieser Sprache und dieser Kultur
weiterzugeben, am Leben zu erhalten. Und noch eine Sache, Sprachen lernen macht einfach Spaß. Also es macht Freude. Warum? Also ich werde vielleicht auch mal in den anderen Videos etwas über meine Fremdsprachen sagen, weil Temesicht ist für mich keine Fremdsprache. Ich bin mit Temesicht groß geworden, so wie ich mit Deutsch zweisprachig halt groß geworden bin. Aber eine Sprache zu erlernen, die man nicht so gut kann, oder wo man auch gar keine Kenntnisse hat, macht einfach auch Freude. Es macht wirklich Freude. Es gibt Studien dazu, die das auch belegen, warum eine neue Sprache zu erlernen so viel Spaß macht, weil es uns so ein bisschen daran erinnert, wie es war, als wir noch kleine Kinder gewesen sind und angefangen haben, sprechen zu lernen. Und so ist das mit einer Fremdsprache. Du lernst Tora, Tora, Ja, und das ist dann schön, dann fühlt man sich so wieder, ja, in seine früheste Kindheit so zurück versetzt. Es sei denn, man hatte eine krass traumatische Kindheit, dann ist das vielleicht nicht so gut. Aber das hoffe ich jetzt nicht, dass das bei den meisten hoffentlich nicht der Fall ist. Aber eine Sprache lernen ist immer schön. Und man muss sie nicht perfektionieren, wenn man sie versteht, in der Lage ist zu kommunizieren. Das ist erst einmal die Basic, warum man eine Sprache überhaupt spricht. Das ist der Sinn und Zweck einer Sprache. Okay, Psachtkum. Also ein bisschen Smalltalk mal vielleicht beim nächsten Mal, so beim Essen, Trinken, Begrüßen und so, haben wir schon letztens gemacht, wie geht's und so, vielleicht machen wir das ein bisschen mehr. Und dann mache ich mir so eine Mischung aus vielleicht Smalltalk und auch ein bisschen Grammatikalisches, wie heute. Macht's gut, Leankum, Slammer.